Landratten, eine Frage. Wie kann ich mit VC-Face streamen, ohne dass das Overlay mit aufgenommen wird? Ganz einfach. Man klickt einfach auf dieses Symbol hier und drückt anschließend die Leertaste, damit das Symbol verschwindet und das war es. Ja, okay. Was aber, wenn man etwas während dem Stream in den Einstellungen ändern oder Props hinzufügen will? Keine Sorge, ich zeige euch einen einfachen Weg, wie ihr es schafft, dass das VC-Face Overlay versteckt bleibt. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist umsonst und umfasst OBS sowie das Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable VC-Face und das OBS-Plugin OBS Baud 2 Plugin. An sich solltet ihr durch diese Art der Aufnahme keine merkbaren Performance-Einbrüche haben. Allerdings kann es sein, dass das Plugin nicht funktioniert. Dies ist, was ich herausfinden konnte, bei gewissen GPUs der Fall, allen voran bei integrierten Grafikchips von Intel. Darüber hinaus benötigt ihr das originale OBS und nicht Streamlabs, da dieses die Installation des Plugins nicht unterstützt. Aber jetzt ohne weitere Umschweife, fangen wir an. Ladet als erstes das Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable herunter und installiert es. Als nächstes geht auf den GitHub-Link in der Beschreibung und ladet euch die neueste Version des Baud 2 OBS Plugins herunter und installiert dieses ebenfalls in euren OBS-Ordner. Eventuell gibt euer PC auch die folgende Warnmeldung aus. Klickt dann einfach auf weitere Informationen und trotzdem ausführen. Und das war es auch schon, was wir an Vorbereitung benötigen. Startet nun VC-Face und geht in den Einstellungen auf Allgemeine Einstellungen. Folgt hinunter, bis ihr den Punkt Baud 2 Image Capture Support seht. Aktiviert ihn. Öffnet nun OBS und geht auf eine Szene, welche euren VTube-Avatar enthält und ihr seht, dass überhaupt nichts versteckt ist. Was ihr aber benötigt, ist eine neue Quelle, welche wir durch das Plugin gewonnen haben. Klickt daher auf das Plus bei euren Quellen und fügt eine Baud 2 Capture-Quelle hinzu, welche ihr auch einen passenden Namen gebt. Im nächsten Fenster stellt ihr dann unter Baud Senders VC-Face ein. Den grauen VC-Face-Standard-Hintergrund entfernt, indem ihr bei Composite-Mode den Modus Default auswählt. Hold-Time for New Senders könnt ihr bei Fast belassen. Das hat keinen direkten Einfluss auf das Capturen. Bestätigt nun das Ganze mit einem Klick auf OK und ihr seht euren Avatar ohne Overlay. Die Spielaufnahmen, welche ihr bis jetzt verwendet habt, könnt ihr nun einfach entfernen. Und tada, ab sofort könnt ihr, ohne dass eure Zuschauer es sehen, Dinge bei VC-Face verändern. Der Entwickler empfiehlt jedoch, dass ihr von nun an trotzdem weiter noch das Overlay während Streams auf gewohnte Weise ausblendet, da ansonsten unschöne Grafikfehler bei transparenten Pixel auftreten können. Wenn ihr nach diesem Tutorial noch Lust auf ein weiteres habt, dann empfehle ich euch dieses Video hier, bei dem ich euch zeige, wie ihr Full-Body-Tracking ohne zusätzliche Kosten umsetzen könnt. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch noch einen großartigen Tag, meine Landratte.